ich finde ja diese Endmoränenlandschaften wirklich interessant. Vor allen Dingen hat man sich teilweise echt gefühlt, als wäre man irgendwo im Gebirge unterwegs. Hallo und herzlich willkommen natürlich draußen. Ja, ich möchte heute ein bisschen alpine Luft schnuppern. Und zwar mache ich den Höhenweg Lippschützer Teiche. Ich weiß, der Name klingt vielversprechend, aber hier im Leipziger Umland gibt es wohl nicht wirklich alpine Landschaften. Aber ich bin trotzdem gespannt. Der Höhenweg Lippschützer Teiche hat allein etwa 10 Kilometer Länge. Ich allerdings bin von der Straßenbahnhaltestelle Taucher bis zum Bahnhof Machern gelaufen und kam so auf etwa 15,5 Kilometer. Hier links von uns befindet sich der Gewinneberg. Der ist irgendwas um die 150 Meter hoch. Also irgendwie doch alpin. Apropos alpin, ich habe auf dieser Wanderung 120 Höhenmeter zurückgelegt und das ist für eine Flachlandwanderung echt enorm. Ich habe gerade den Ort Dewitz hinter mir gelassen und ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. Schaut, es geht immer einen Berg hoch und immer schön geradeaus. Zum Wegverlauf gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, es geht eigentlich immer geradeaus. Und wer sich doch mal etwas unsicher ist, der folgt einfach der weiß-gelb-weißen Markierung. Ja, natürlich ist das hier kein Hochgebirge, aber über die Ausblicke kann man sich doch für Flachlandverhältnisse eigentlich nicht beschweren hier. Ist schon cool und richtig hügelig hier. So Leute, ich stehe hier auf gefühlt dem höchsten Punkt von dem ganzen Weg hier und die Aussicht, die kann sich echt sehen lassen. Ja, also langsam wird es ein bisschen eintönig. Ich meine, gut, immerhin haben sich die Felder jetzt geändert. Hier wächst jetzt immerhin Mais und nicht irgendwelches anderes Zeug, was schon abgeerntet ist. Aber ja, irgendwie, es geht halt immer geradeaus. Es passiert nicht wirklich viel, außer dass die Landschaft, zumindest dort hinten, noch recht interessant war. Ich finde ja diese Endmoränenlandschaften wirklich interessant. Vor allen Dingen hat man sich teilweise echt gefühlt, als wäre man irgendwo im Gebirge unterwegs. Vielleicht nicht unbedingt im Hochgebirge, aber im Mittelgebirge. Ja, der Weg ist wirklich ein bisschen eintönig. Es sind breite Kieswege und es geht wirklich immer geradeaus. Doch diese eben angesprochene Eintönigkeit, die sollte gleich wieder ein Ende haben. Denn ich hatte kurze Zeit später einen herrlichen Blick Richtung Muldental. Hey Leute, hier kurz vor Ende hat man noch mal einen genialen Blick Richtung Muldental. Hier hinten kann man sogar bis nach Wurzen sehen. Wahnsinn. Hier vorne, das ist der Tresenwald. Jetzt wisst ihr auch, wo der Tresenweg seinen Namen hat, aber mehr dazu im nächsten Video. So, genießt noch mal die Aussicht, denn wir sind gleich an den Lippschützer Teichen. Das heißt, wir sind am Ende angelangt.
Leute, wir sind am Ziel angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch mal hier oben. Da zeige ich euch noch den Pate-Wanderweg, auch ein Wanderweg in der Gegend hier. Und hier unten könnt ihr noch die Playlist zum Rund-um-Leipzig-Wanderweg sehen. Und wir sehen uns natürlich draußen.